Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ich bin einzigartig. Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der so ist wie ich. Seit dem Bestehen der Menschheit hat es niemals einen Menschen gegeben, der so ist wie ich. Niemand hat das gleiche Lächeln. Niemand hat meine Augen, meine Nase, mein Haar, meine Stimme. Ich bin einzigartig. Es gibt niemanden auf der Welt, der die gleiche Schrift hat wie ich. Niemand sonst auf der Welt hat die gleichen Vorlieben beim Essen, in der Musik oder Kunst. Niemand sieht die Dinge so, wie ich sie sehe. Seit dem Bestehen der Welt hat es niemals einen Menschen gegeben, der so lacht, wie ich es tue. Und auch keinen, der so weint, wie ich es tue. Und was mich zum Lachen bringt oder zum Weinen, wird niemals genau dasselbe Lachen oder Weinen bei einem anderen Menschen verursachen. Niemand reagiert auf die gleiche Situation genau so, wie ich es tue. Ich bin einzigartig. Ich bin der einzige Mensch in der Schöpfung, der diese Fähigkeiten besitzt, die ich besitze. Natürlich wird es immer jemanden geben, der besser ist in den Dingen, die ich gut kann. Aber niemand im ganzen Universum würde jemals dieselbe Kombination aus Talenten, Ideen, Fähigkeiten und Gefühlen besitzen wie ich. Es ist wie bei einem Raum voller Musikinstrumente. Manche Instrumente mögen sich auch alleine durch gute Leistungen hervortun, aber keines kann diesen wunderbaren Klang alleine erreichen, denn alle Instrumente gemeinsam erreichen, wie in einer Symphonie, meine Persönlichkeit ist wie eine Symphonie. In aller Ewigkeit wird niemals ein Mensch so aussehen, reden, gehen, denken oder handeln wie ich. Ich bin einzigartig, ich bin selten. Und diese Seltenheit macht mich so wertvoll. Weil ich so wertvoll und einzigartig bin, muss ich nicht versuchen, andere zu imitieren. Ich kann meine Andersartigkeit akzeptieren, ja sogar mich darüber freuen. Ich bin einzigartig und ich beginne zu begreifen, dass es kein Zufall ist, dass ich einzigartig bin. Ich beginne zu verstehen, dass Gott mich aus einem ganz speziellen Grund so einzigartig gemacht hat. Er hat eine Aufgabe für mich, die außer mir niemand so gut erfüllen kann wie ich. Bei Tausenden und Abertausenden von Bewerbern gibt es nur einen einzigen, der die Anforderungen erfüllt. Nur einen einzigen, der genau die Kombination besitzt, die nötig ist. Und dieser einzige bin ich, weil ich einzigartig bin. Vergiss bitte nicht, im Psalm 139 steht geschrieben: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Ich hoffe, dass du einer bist, der dies auch erkannt hat. Ich wünsche dir den Frieden Gottes und ein Shalom unseres Herrn Jesus Christus.